zentrale Frage in Theresa Ottendorfers künstlerischem Diplomprojekt mit dem Titel Alles ist möglich lautet: Was wäre, wenn? Fünf völlig verschiedene Menschen treffen sich in der Trafik und hoffen darauf, den Lotto-Jackpot zu knacken. Was würde man mit all diesem Geld nur machen? Fragen sie sich und träumen schon vom großen Gewinn. Doch die Fantasien könnten verschiedener nicht sein. Vom BWL-Studenten, der am liebsten ein Start-up gründen und in Silicon Valley so richtig fett absannen würde, über die krimiverliebte Hausfrau, die eine Privatdetektei eröffnen möchte, bis zur Trafikantin, die eigentlich lieber eine Jazzbar leiten würde, ist für jeden Geschmack etwas dabei. So verhält es sich auch bei den Musikstücken, die Ottendorfer ausgewählt hat. Vom Concertino für Klarinette von Ante Gregin über Suite in 5-1 von Paul Harris bis zur Jazznummer Amen von Jim Snyderow präsentiert die Diplomantin ihr breit gefächertes Instrumentalrepertoire und auch gesanglich kommen mit Maybe This Time von John Kander und Ich möchte so gerne von Franz Grote gut ausgewählte Werke zum Einsatz.